Hallo und herzlich willkommen zu Foundation. So, es gab neue Updates, es gibt ein neues User-Interface, ein UI. Ja, man sieht schon, alles ist hübscher gemacht und offensichtlich gab es noch ganz viele andere Dinge. Wir werden mal reinstarten. Ich mache das mal aus. Ich habe die Region mit dem großen Fluss genommen. Wir spielen mit Northman und mit den Fantasy Decorations. Ja, ich würde sagen, wir klauen uns hier jetzt dann direkt mal, oder? So am Fluss direkt? Was meint er? Weiß nicht. Ah, da habe ich mich so auf die Küste immer versteifelt, ne? Jetzt weiß ich jetzt, was ich davon habe, ne? Nix. Ich würde sagen, kaufen wir dieses Land? Wollen wir dieses Land haben? Aber direkt an der Grenze? Ja, schaut mal, da kommen schon. Oder wollen wir dieses? Ja, wisst ihr was? Wir nehmen das hier. Ja, wir nehmen dieses Land. Jawohl, Mineralvorkommen in der Nähe entdeckt. Sehr schön. So, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder reinkommen, ja. Also, wir brauchen bauen. Okay, hier. Ein Dorfzentrum. Okay. Aber wo bauen wir dieses Dorfzentrum hin? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo, wo es im Nachhinein vielleicht nicht so wirklich stört. Ja, weil da treffen sich ja alle. Also wir machen das mal hier hin. Einfach ganz pappenfrech da in die Mitte rein. Jawohl. Wir wollen dieses Dorfzentrum bauen. Und da sind unsere ersten Leute. Wir haben neue Bauoptionen bekommen. Fantasy Decorations oder Baubüro. Baubüro brauchen wir, weil wir brauchen da ja dann neue Baumeister, die uns da irgendwann gewogen sind. So, wie konnte man jetzt hier gleich wieder drehen? Ah, hier, so war das, genau. So, ich entsinne mich. Ja, so, genau. Machen wir so. So, hin, genau, da. Da machen wir das Bauen. Und dann wollen wir hier auch gleich Baumeister zuweisen. Oh, das sieht jetzt natürlich schon deutlich schicker aus. Und die liebe Brüder oder der liebe Brüder. So. Okay, was ist das hier? Ah, Gebäude abreißen. Arbeitsplatz anzeigen. Okay. Mich würde ja mal interessieren, wenn ich den hier... Den kann ich ja theoretisch... Nein. Nichts zu berichten. Okay. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir natürlich hier Neubau. Denn wir benötigen ja auch hier Holzfällerlager. Sehr gut. Holzfällerlager kommt. Wo wollen wir es hin tun? Ich würde sagen, so. Und hier mal das Holzfällerlager hin. Stopfe rein. Hier diesen. Dann haben wir das. Dann brauchen wir den Speicher. Der ist für Nahrung. Ah, hier der Steinbruch. Den brauchen wir natürlich auch direkt. Ja, ich sehe schon. Hier wird so unser Industrieviertel. Ich sehe das schon, ne? Bitte auch das bauen. Ja. Und dann können wir mal... Ah, hier mit drei. Genau so. So wie bei den anderen Spielen auch. Können wir dann hier... Oh, seht mal. Wie die da einen draufhaut, ne? Zack. Brauchen wir natürlich direkt Holzfäller. Zwei. Ja. Ja, machen wir zwei Holzfäller nur. Oh, und wir brauchen so eine Sammlerhütte. Oh, ho, 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 ho. Da hätte er doch jetzt fast. Wo ist es denn? Marktplatz. Da ist die Sammelhütte. Zack. Rinne. Bauen. Ho, ho, ho. Da hätte er doch beinahe. Und dann gibt es hier Farbe. Wir wollen verbotenes Land, Aufforstung. Oh, Ausbeutung heißt es. Okay. Ja, auch in Ordnung. Kann ich mit leben. Mit Ausbeutung kann ich leben. So. Hier Ausbeutung und hier. Hier muss auch ganz dicke ausgebeutet werden. Ich meine, klingt jetzt natürlich lange nicht so hübsch, wie es soll, ne? Sehr gut. Das gefällt uns. Das gefällt uns gut. Ja.
Sammlerhütte gebaut. Sehr gut, Sammler. Gleich dreimal Sammler rein. Zack, Bibim. Hier hinten haben wir natürlich jetzt niemanden mehr. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ah, produziert Bären abgeschlossen, Ressourcen einlagern hinzufügen. Okay. Wir müssen ja hier so einen Speicher bauen. Ich würde sagen so, oder? So sieht doch... Ah, ich weiß, ich hätte ja gern ein Dorfzentrum, würde ich ja schon irgendwie... Ah, warte mal, so und... Ja, warte mal, warte. Schau mal hier. Hier geht doch. So, wir bauen den mal dahin. Baue. Und dann haben wir ja noch zum Bauen. Wo ist das Lagerhaus? Da ist das Forsthaus. Da ist das Sägewerk. Wir können noch gar kein... Okay, Brücke. Logistik. Baubüro, Marktspeicher. Ressourcenproduktion. Sägewerk, Forsthaus. Sägewerk. Sägewerk klingt gut. Sägewerk hierhin. Ja, so hin, ne? Mach mal. Sehr gut. Da stehen Leute rum. Warum stehen da Leute rum? Warum können da Leute rumstehen? Fehlt Material für den Bau. Aber was fehlt denn? Aber was fehlt denn? Wir werden nur Bergarbeiter zugewiesen. Aber wir können keine Bergarbeiter zuweisen. Okay, verstehe. Weil wir keine haben. Okay, also das mit den Fenstern ist schon schön, aber... Weiß ich nicht. Wenn die irgendwie anders weggehen würden, wäre auch schön, ne? So, was können wir hier gucken? Oh, monatliche Berichte. Okay. 24 durchschnittlicher monatlicher Minus-Tages-Saldo. Ja, gehen wir hier alle. Marktplatz. Würde den gerne. Bau den mal hier so. Zack. Lebensmittelstand. So. Ich glaube, so rum ist richtig. So. So. So ist, glaube ich, ganz gut. So kann man machen. Mhm. Zierelement. Oh, da hat man jetzt aber gut nach, ne? Da hat man jetzt schon gut nachgelegt, finde ich gut. Und natürlich auch hier, ne? Das ist natürlich auch super schick. Kann man dann, ja. So. Wir haben auch den Norseman Name Namen Ding drauf, also, ne? Wisst ihr Bescheid. Oh, 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 ich weiß, was wir vergessen haben noch. Haha. Hier. Der ist natürlich auch notwendig. Ja, und ich würde den tatsächlich ganz gerne hier irgendwo hin. So vielleicht. So. Ja, ich glaube, so ist ganz gut. So kann man den. Jo, mach das. Sehr gut. Ja, 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 ja. Dann muss da natürlich wieder einer raus. Ja, leider. Leider muss jetzt hier einer raus. Der muss dann hier rein. Okay, dann haben wir zwei Sammler, einen Bergarbeiter, aber drei, nee, nur zwei Holzfäller. Okay, gut. Ja, das geht aber. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ja. Ich finde das sehr lustig, dass die FPS-Zahl, die ihr oben rechts seht, nichts mit der FPS-Zahl zu tun hat, die ich unten links sehe. Finde ich sehr gut. Hat eindeutig was, ja. Also da ist man, ne? Wie perfekt haben wir denn angefangen? Wir haben richtig perfekt angefangen, ne? Ja. So. Geht das vielleicht noch einen schneller? Nein. Ah, ja, ein bisschen. So, der hackt schon ganz ordentlich. Können wir an den Farben irgendwas? Nö. Können wir nicht. Aber wir können mehr ausbeuten. Hier, das muss auch noch. Sehr gut. Jawohl. So, das bedeutet, wir brauchen auch so eine Aufforstungshütte.
Forsthaus, dieses Forsthaus. Dieses Forsthaus muss hier hin. Sehr gut, ja, baue er bitte. Oh, und dafür brauchen wir natürlich vorher ein Sägewerk. Ja, war jetzt vielleicht nicht so klug. Halt, 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 was, wir bauen ja hier gerade ein Sägewerk. Meine Güte, der Mann, ne? Der redet aber einen Quatsch. So. Was fehlt uns hier hinten? Holz. Im Generellen. Okay. So. Und dann werden wir da mal ein kleines bisschen zugucken. Ihr wisst, am Anfang ist es immer viel zugucken. Ja, erst wenn es dann ans Elend geht. Ja. So, hier, da bräuchten wir theoretisch, glaube ich, auch noch einen rein. Das könnte unter Umständen, müssen wir hier tatsächlich einen rausnehmen. Ah. Cesarotto. Cesarotto hier raus, fehlende Ressource, ah, da fehlt noch ein. Ja, Cesarotto, dann geh du da hinten rein, bitte. Mach das. So, Ruhe eher. Ah. Was fehlt hier? Natürlich auch Steine. Was? Ah, okay. Sehr gut. So. Dann muss hier hinten. Dann muss hier hinten. So, der Cesarotto muss jetzt da hinten wieder raus. Cesarotto, du bist arbeitslos. Cesarotto, du bist jetzt hier. Bist du doch. Ja, bist. Sehr gut. So, wenn ich jetzt. Moment mal, wenn ich jetzt den hier nehme und dann sah. Ah, kann ich nicht. Ich kann dann nur hier. Ah, schaut mal. Viel besser aufgeteilt. Viel besser aufgeteilt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Ja, Holzbrücke. Sehr gut. Dorfkirche. Interessiert uns nicht. Herrenhaus auch nicht. Schreiben jetzt auch gerade gar nicht. Lagerhaus wäre gut. Wo kriege ich denn ein Lagerhaus? So, das ist ein Speicher. Da kann was? Nahrung, rohes Essen, luxuriöses Essen. Okay. Sägewerk. Sammlerhütte. Bäckerei. Mauern und Zäune. Okay. Fehlen Materialien für den Bau. Ja, dann kann ich leben. So, mal gucken, was ist das hier Buch? Ah, Leibeigene, okay. Gebäude. Ah, sehr gut. Sehr schön. Das ist doch gut sortiert. Und dafür brauchen wir 20 Bretter. Das ist wohl die erste Handelsroute, die wir dann freischalten. Ah, sehr gut. Hier Lagerhaus. Brauchen wir 10 Neuankömmlinge. Wir haben keinen. So. Okay, der wird sowieso schon. Ja. Ach so, der ist. Meine Güte, da hat er die Hälfte vergessen, der Mann. Ne? Stimmt, das ist ja so eine Multistruktur. Da muss man ja. Da muss man ja. Genau, Gebäude editieren. Ja. Jetzt hat. Zack, ist schon da. Und da ist er auch schon. Okay, 5 von 10. Und man kann die Fenster jetzt mit Escape schließen. Was ich auch wirklich einfach sehr, sehr gut finde. So, Stoff, Stein, Werkzeuge. Okay. Sehr gut. Wer haut da so drauf? Ich arbeite. Okay. Was man da jetzt nicht alles so Tolles machen kann, das ist, finde ich jetzt schon sehr gut. So, ich würde das bitte gerne priorisieren. So. Sehr gut. So, dann haben wir hier zwei, dann haben wir hier der Geoff Roy.
Geoff Roy geht jetzt hier raus und Geoff Roy geht hier rein. So. Sehr gut. Und dann müssen wir hier leider... die Techhilde geht jetzt hier raus. Die Techhilde geht hier rein. Dann funktioniert das, glaube ich, auch mit der Abgabe von Futter besser. Ja, schaut da. Da lächeln sie. Ich mag's, wenn es lächelt. Ja. So, kein einziger arbeitsloser Dorfbewohner. Ja, das ist bei uns auch tatsächlich eher schwierig, dass da mal einer arbeitslos wird. Ja, sehr gut. Also ein Brunnen. Jawohl. Versorgt die Dorfbewohner mit Wasser. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Was sieht man hier oben? Wartungskosten. Oh, das kostet auch alles Geld, wenn wir das warten. Okay. Ja, war ja klar. Das wussten wir doch. So, hier. Oh, ja, das da. Beeren. Beeren sollst du verkaufen. Beeren. Du sollst nicht weglaufen. Du sollst Beeren verkaufen. So. Ah, schaut gut aus. Doch, gefällt mir. Mir gefällt auch dieses Overlay und doch finde ich alles sehr, sehr schick. Jawohl, jetzt haben wir da einen. Ich möchte, dass du... liefern, nachpflanzt und dann möchte ich, dass du das hier tust. Also bestmöglich in exakt dem gleichen Bereich, wie hier dieses blaue ist, möchte ich, dass du ordentlich nachsetzt. Wir haben leider keinen. Ah, schon schade, ne? Überall nur einer drin. Ja. Ja, da sind noch zwei drin, aber das wird jetzt auch erstmal so bleiben, ne? Das wird jetzt auch erstmal so bleiben. So. Ich hoffe, dass wir jetzt dann demnächst hinbekommen, dass... ja, wir sollten vielleicht... So. Das sollte man vielleicht noch angeben. So. Wird interessant jetzt dann auch rauszukriegen, wie man neues Land kauft. Oh, da sind wir im Minus. Ah, gefällt mir nicht. Halt, was? Toggle Stockpiling. Okay. Kann man. Ich werde es mal versuchen. Einstellungen. Grafik, Audio, Steuerung. Okay, also... angeblich ist das schon. Hier. Ja, Cursor nicht im... Sollte alles... Oh, automatisch speichert auch aus. Okay. Passt alles. Sehr gut. Ah, diese Vögelchen, wie sie vor sich hin zwitschern. Schön. Also ich meine, hübsch war es ja schon immer. Jetzt mal abgesehen davon, dass die alle so einen extrem erstaunten Gesichtsausdruck haben und natürlich nicht zwinkern. Ja. Was ich sehr unangenehm finde, denn ich muss ganz ehrlich sagen, wenn was nicht zwinkert, das ist immer sehr gefährlich, finde ich. Budget, Handel. Ja, wir haben noch keine 20 Bretter. Wir brauchen 20 Bretter. Wir haben 14. 16. Was möchten die denn kaufen? Oh, die möchten Beeren kaufen. Okay. Und Wein und oh, die kaufen Steinblöcke. Und die kaufen Bretter. Okay, das ist... Oh, Devonport. Oder Davenport. Keine Ahnung. Und da können wir die Handelsroute freischalten. Tada. Sehr, sehr gut. Kann ich jetzt... Wir gucken mal, ob sie das hier auch schöner gemacht haben.
Gott, ich hab Hälfte vergessen. So, hier. Ja. Okay. Maximaler Lagerbestand, Lager leeren, ablehnen, annehmen. Das funktioniert gut. Okay, das wird schon ordentlich eingelagert. Jetzt kann der auch wieder rennen und weitermachen. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Handel? Oder passiert das hier? Oder? Gar nicht so einfach, ne? Eieieiei. Ja, ist jetzt alles noch ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, ne? Können wir bevorraten. Jetzt kommt endlich Geld rein. Sehr schön. Kaum kann es eingelagert werden und die Leute verkaufen es und es wird gekauft, ne? Geht auch wieder was. Sehr schön. Naja, dann werden wir mal gucken. So, den Knarzer vom Stuhl, der, ne? Sehr gut. Oh, Einwanderung aktiviert. Sehr gut. Jetzt kann auch was kommen. Jetzt sind sie hundertprozentig glücklich. Jetzt können sie kommen. Einem Gebäude sind noch keine Arbeiter zugewiesen. Ja, dem da. Ich weiß. Und das geht. So. Ich habe auch, wie gesagt, keine Ahnung, wie das mit dem Handel funktionieren soll. Hier Territorium. Oh, Territorium. Okay. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Sichtbarkeit. Okay. Was habe ich da gerade gehört? Hat eine neue Stufe an Freischaltmöglichkeiten. Okay. Ey, ich bin euer bescheidener Diener. Mein König. Ja. Unzureichende Behausungen. Ja. Oh. Wohngebiete. Ah, seht hier schöne Wohngebiete. Hier drüben. Hier drüben wollen wir Wohngebiete schaffen. Vielleicht nicht direkt bis dahin. Aber so. So, glaube ich, kann man das schon ganz gut machen. Hier die Ausbeutung. Wir haben genau einen einzigen Mischwald und der muss weg. Oh. Weg damit. Natur, gar keine Ahnung. So. Sehr schön. Da bauen sie und machen sie. Ja, Einwanderung niedrig. Damit können wir Leben bauen. Oh, ja, jetzt kommt hier Kirche. Administration. Mehr Administration, mehr Kirche. Mehr Dekoration. So. Aber wir wollen ja... Hier. Oder wo war das? Wo war das? Stände, Armeen. Da, hier. Das wollen wir. Definitiv. Aber machen wir Vogtbüro auch gleich. Läuft. Da hat der Vogt was zu tun. Ja, der Landvogt. Hier das. Und das bauen wir ganz an den Rand. Hier hinne. Genau. Baue er hier. Gehe er hier rein. Hier gehe er auch noch einer rein. Zack. So, haben wir noch irgendwo Arbeitslose? Nein. Wir hatten 8, jetzt haben wir... Ja, das kriegen wir. So. Das kriegen wir hin. So, aber dann würde ich sagen, für die erste Folge war es doch ein ganz schöner Anfang. Ja, das heißt, ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen, was auch immer ihr gerade habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht zu bewerten. Bis dahin und ciao.